Herzlich willkommen zur weiblichen Wertekonferenz mit Mehr Weiblichkeit die Zukunft gestalten. Ich begrüße heute im Interview Viola Stollenmeier. Liebe Viola, ich heiße dich herzlich willkommen und ich habe noch vergessen, ich begrüße natürlich alle, die uns sehen und hören. Liebe Viola, du stellst dich selber vor, was möchtest du uns mitteilen über dich? Hallo Magdalena, danke, dass ich daran teilnehmen darf. Das freut mich sehr, weil Maria Magdalena ist natürlich ein Thema in der heutigen Zeit. Die Energie ist sehr machtvoll und ich bin sehr dankbar, dass ich da mit drüber reden darf aus meinem eigenen Erfahrungsschatz. Ich bin 61 Jahre alt und lebe im Moment noch in der Schweiz, in der Gegend von Konstanz auf der Schweizer Seite und habe mein Leben in den Dienst des Lebens gestellt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und jetzt so im zarten Alter von 61, geht schon ein bisschen länger los, ist es mir wirklich ein Herzanliegen, mit Menschen unterwegs zu sein, die in ihrer Eigenverantwortung sind und die vom Herzen her spüren, ja, ich will in meine Eigenermächtigung kommen und so mein Leben gestalten und einen Teil dazu beitragen, dass quasi Großmutter Erde sich wieder erholt. Das ist mein großes Anliegen und von daher bin ich viel mit Menschen in der Natur, in der Sahara, im Regenwald, in der Mongolei, wo wir wieder back to the roots kommen, also uns daran erinnern, dass wir auch Kinder der Großmutter Erde sind. Und das Zweite ist, wenn ich mit Menschen in Workshops arbeite oder in Einzelsitzungen, dann geht es mir darum, dass die Erinnerung wieder in den Menschen erwacht, dass wir Vollkommenheit und Ganzheit meinem Verständnis nach nur spüren können, wenn wir die weibliche Energie und die männliche Energie in uns in Balance und in Harmonie haben. Im Schamanischen heißt es, wir feiern die heilige Hochzeit des Männlichen oder Weiblichen. Das ist mir mein großes Anliegen und ich habe das große, große Glück, dass ich mehrere Menschen in meinem Kreis habe, die mit mir unterwegs sind, sowohl Männer als auch Frauen, die diesem inneren Herzensruf folgen und es auch leben. Und da fühle ich mich selber sehr, sehr beschenkt. Kannst du noch etwas zu deinem Hintergrund sagen? Ich habe rausgehört, es ist einmal dieser schamanische Hintergrund. Was hat dich noch geprägt? Also mich haben ganz viele Dinge geprägt in meinem Leben. Ich gehöre zu den Menschen, die keine Einbahnstraße haben. Als junge Frau dachte ich immer, ja, ich weiß es und alles, was ich gemacht habe, habe ich mit Herzblut gemacht. Ich habe Sport und Sportwissenschaften studiert an der Uni Tübingen und war dort auch dann in der Lehrtätigkeit und dann habe ich mit meinem Bruder zusammen eine Fernsehproduktionsgesellschaft gegründet und die 11 Jahre mitgeführt und habe viel Geld verdient, aber habe gemerkt, das macht mich nicht glücklich. Und dann habe ich meine Tante begleitet in den Tod. Es war so abgemacht, dass sie hatte Krebs, dass wenn sie in die Endphase geht, dass ich aussteige und sie begleite. Und das war der Moment für mich, wo ich gemerkt habe, das, was ich bis jetzt gemacht habe, das dient nicht meiner Seele und nicht im Leben, sondern das dient dazu, dass ich materiell abgesichert bin, aber emotional verhungere. Und das war der große Break in meinem Leben. Und das Einzige, was ich dann wusste, ist, ich bin gern mit Menschen unterwegs und teile gern das, was das Leben für mich schön macht. Das war die Basis für das, was dann kam. Und dann hat das Leben mir auf ganz unterschiedliche Art
einfach geantwortet und ich konnte meinem Herz folgen und habe dann verschiedene Lehrer gefunden, Klangheiler, Schamanen, aus allen Kulturen. Und das hat mich quasi auch befruchtet. Also ich folge keiner Tradition, obwohl ich eine schamanische Ausbildung habe, komme von dem Sweet Medicine Sun Path her. Aber ich habe in viele Richtungen noch reingeschaut, bin sehr eng mit einer Maya-Priesterin unterwegs. Und so hat sich quasi in mir, in meinem Herz ganz viel Weisheit angesammelt. Und die mische ich jetzt im Mixer und dann kommt das raus, was mich ausmacht. Das hört sich sehr interessant an. Und ich glaube, es wäre auch so eine Ermutigung an Menschen, die irgendwo an eine Grenze kommen, sich dem zu stellen und zu schauen, was das Leben jetzt bereithält. So klingt das für mich, dass du dich genau darauf eingelassen hast und dann auch geführt wurdest. Das stimme ich dir voll zu. Die große Herausforderung ist natürlich, wenn man aus einer Familientradition herkommt, wo der Wert des Menschen über Leistung definiert ist und wie er in der Gesellschaft dasteht, wie erfolgreich er ist und so, dann ist es natürlich ein Riesengap, wenn ich dann auf einmal meinem Herzen folge und im Herz geht es nie um Geld, sondern da geht es um Freude, um Glück, um Teilen, um in dem Dienst zu stehen vom größeren Ganzen. Und das war natürlich eine Herausforderung, so mein schwäbisches Sicherheitsnetz loszulassen. Da kamen auch immer wieder viele, viele Zweifel. Und gleichzeitig, wenn ich zurückschaue jetzt, dann kann ich sagen, ich bin getragen vom Leben, ich bin geführt von der geistigen Welt und mein Leben ist einfach wunderbar geworden. Ja, toll. Ja, im Schwäbischen ist natürlich, gibt so einen Spruch, schaffe, schaffe, Häusle baue. Genau. Und ich glaube, für viele Menschen heute ist dieses Leisten müssen, auch für viele Frauen, wirklich ein Drama. Und wie kommt man dahin, dass man das mal anstoppt und reinschaut, um was geht es eigentlich? Sind wir nur etwas wert, wenn wir leisten? Oder was macht unseren Wert aus? Ich glaube, das ist die zentrale Frage für jeden Menschen, nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer, weil die sind ja auch getaktet von morgens bis abends und haben keine Zeit, mal Luft zu holen und sich selber zu spüren. Und bei uns Frauen ist es so, dass wir primär ein Bild hinterherhecheln, was wir gar nicht sind. Vom Schamanischen her haben wir Frauen die Gabe, dass wir Hüterinnen und Bewahrerinnen sind. Das ist der weibliche Raum. Das heißt, unser Wissen und unsere Weisheit, die befindet sich bei uns im Schoß. Und es geht darum, dass wir uns wieder erinnern, weil alles, was wir sind, ist in uns. Das ist nicht außerhalb, sondern wir haben, aus welchen Gründen auch immer, meistens sind es frühkindliche Geschichten, einen Deckel des Vergessens drüber gemacht. Und für mich ist vor allem jetzt nach dem Paradigmenwechsel 2012 die große Chance da, dass wir uns einfach und leicht erinnern. Und für mich war quasi der entscheidende Punkt, das war ein Hinweis meiner ältesten Freundin, die gesagt hat, schau doch mal hin, vor jeder Entscheidung, die du dir fällst, verbinde dich mit deinem Herz und frag dein Herz, ob es sich daran erfreut oder nicht. Und das war für mich der zentrale Hinweis. Weil mein Herz erfreut sich nicht am Materiellen. Das erfreut sich an Energie, an Schönheit, an Zusammensein. Und dann habe ich gemerkt, wow, dass ganz viel Glaubenssätze und Überzeugungen in mir sind, die immer auf Leisten gehen. Und zwar auf Leisten, so wie es die Gesellschaft versteht. Ich sehe mich heute durchaus als jemand, der leistet, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar im energetischen Bereich. Dass ich Menschen dabei unterstütze, dass sie wieder spüren, ihre Lebensenergie, ihre Life Force oder andere sagen Qi oder Ki. Im Schamanischen, wo ich herkomme, heißt es Chulukwai Kudoshka Energie. Das sind ja einfach alles Etiketten und von daher nehme ich gern das Wort Lebensenergie, weil unsere Lebensenergie ist entscheidend dafür, wie wir im Leben sind und wie wir uns im Leben fühlen. Also das heißt, wenn ich in einer Low Energy bin, dann fehlt mir natürlich die Energie, um zu sein, um kreativ zu sein, um die Schönheit zu erleben. Und von daher ist für mich jetzt
in meinem eigenen persönlichen Leben wirklich meine Achtsamkeit darauf, dass ich schaue, dass meine Lebensenergie, also der Frequenzbereich meines Lebens in einer hohen Energie ist. Und so erlebe ich Schönheit, so antwortet mir das Leben in Schönheit und ich gebe eben auch Schönheit oder Freude und Glück ins Leben raus. Das ist eine Herzentscheidung und für uns Frauen bedeutet es, dass wir wieder ganz viel loslassen von diesem Getaktetsein, weil unsere Weisheit, unser Wissen wird wieder für uns zugänglich, also im Bewusstsein, im Unbewussten ist es ja da, wenn wir bewusst atmen, wenn wir nach innen hören und wenn wir quasi in das Dunkle gehen. Das Weibliche wird ja auch oft als dunkel bezeichnet. Das ist der Raum, wo alles da ist. Der Dalai Lama hat gesagt, es ist die Leere und die hat zwei verschiedene Wahrnehmungen. Es ist die Leere des Potenzials und es ist die Leere der Erkenntnis. Das hat mich sehr berührt. Und für mich geht es darum, dass wir Frauen uns wieder in der Bewegung nach innen in diesen leeren Raum reinfallen lassen. Und das braucht Langsamkeit, das braucht Stille, das braucht sich lösen von diesen Erschütterungen im Außen. Und so komme ich wieder in die Leere der Erkenntnis. Und das hat für mich was mit urweiblichem Raum zu tun. Und urweiblicher Raum bedeutet nicht nur, dass der Frauen zugänglich ist, sondern das ist ein Raum, der den Menschen zugänglich ist. Und ich finde es wichtig, dass das sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen geschieht. Das macht vielen Menschen, glaube ich, Angst, sich da in diese Dunkelheit zu begeben, in diesen sogenannten Leerraum. Und sie denken, da ist nichts, wem begegne ich da? Aber so wie du das schilderst, liegt da ja die Kraftquelle. Und ich habe das so verstanden, dass du die Menschen ermuntern möchtest, sich wirklich darauf einzulassen, auf diese Angst loszulassen, was einem da begegnen könnte. Dass man also eher dort auf Schätze trifft, statt auf Dinge, die Angst machen. Ist das so? Perfekt beschrieben. Also schöner könnte ich selber nicht ausdrücken. Das sogenannte Dunkle oder das Unbekannte, ja, das macht uns Menschen Angst. Aber wenn wir den Mut haben, uns in diese Leere einsinken zu lassen, und das Entscheidende dabei ist, in dem Prozess kann ich nichts machen, sondern ich kann sagen, ja, ich bin bereit und ich lasse es geschehen, auch wieder weiblich. Weibliche Energie heißt geschehen lassen, einsinken lassen, sich hingeben und mich dann fallen zu lassen. Und meine Erfahrung jetzt aus den 20 Jahren, wo ich natürlich am Anfang noch nicht so dezidiert wie jetzt auf dem Weg bin, ist, ich begegne dann meiner Schönheit, meiner Eigenmacht, meiner Kraft, meinem Licht. Oder ich könnte einfach sagen, ich bin dann ganz eng verbunden mit meiner Seele und bekomme Hinweise, was meine Seele durch mich in diesem Leben jetzt erleben möchte. Und das alles geschieht in diesem sogenannten Unbekannten oder Dunklen, was unserem Ich, also unserem Bewusstsein, häufig noch Angst macht. Ja, so die Angst, die Kontrolle aufzugeben. Genau. Ja, wunderbar. Sehr schön, wie du das beschreibst. Frage, wie bist du zu Maria Magdalena gekommen oder wie hat Maria Magdalena dich gefunden? Wie man auch mal denkt. Jetzt könnte ich ganz schön sagen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich war vor 10 Jahren auf einem Seminar von einem Klangheiler, Schamanen und der ist auch Psychotherapeut aus Amerika, in der Zwischenzeit ein Herzensfreund von mir, dessen Seminare ich organisiere und der hat ein Seminar angeboten, das hat geheißen Ägyptische Alchemie und Heiltantra. Und er hat ganz viel spirituelle Lehre auf der geistigen Ebene und auch auf der physischen Ebene, also die noch leben, aber primär auf der geistigen Ebene und hat ein Seminar gemacht und über seine Stimme macht er Frequenzbänder auf, also Räume,
wo jedem Menschen dann ganz individuell die Geistführer erscheinen, die jetzt oder in Zukunft oder vielleicht schon immer, aber unbewusst mit uns unterwegs sein wollen oder schon waren. Und so war das dann. Er hat Sechmeld und Isis gerufen und bei mir kam Maria Magdalena und Jesus Christus. Und es hat mich so erschüttert, dass ich saß wirklich da mit zunehmenden Augen. Ich habe gebebt am ganzen Körper, mir sind die Tränen geflossen und es war eine Berührung da, die ich vorher bewusst in dieser intensiven Form noch nie erlebt habe. Und das war der Beginn, der bewusste Beginn. Und dann habe ich natürlich gelesen über Maria Magdalena, bin dann auf das Buch von der Judy Sion gestoßen, das Manuskript der Magdalena, habe viele Bücher gelesen, im Internet Research gemacht. Davor war sie tatsächlich für mich, ich komme aus dem katholischen Hintergrund, also nicht mehr ganz nur die Hure, ich wusste natürlich ein bisschen mehr, aber quasi so eine Frau, die man so ein bisschen heute auf die Seite schieben würde. Und von all ihren Qualitäten und dieser unendlichen Liebe und ihrem Auftrag, den sie hat, hatte ich wirklich bis zu dem Moment keine Ahnung. Ja, das ist leider vielen Menschen so gegangen. Ich natürlich persönlich mit meinem Namen Magdalena habe da auch meine Geschichte, ne? Also, und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir diese Qualitäten der Maria Magdalena ins richtige Licht bringen und dass die Menschen von ihrer Weisheit lernen können. Ja. Kannst du besonders aus deiner Erfahrung jetzt in der Arbeit mit Maria Magdalena uns weitergeben? Soviel ich weiß, hast du auch ein Bild mit der Maria Magdalena mit dem Ei. Kannst du uns darüber was sagen? Ja, das habe ich auch vom Sakaya Blackburn. Das ist eine Black Madonna, also eine schwarze Madonna, die das goldene Ei in der Hand trägt und das ist in der Kirche in Los Angeles. Finde ich auch noch ganz spannend, dass es eine schwarze Madonna ist. Und ich habe das Ei golden angemalt, weil für mich ist das goldene Ei, was die Mayas ja auch jetzt sagen. Das ist das Ei der Schöpfung, in dem alles enthalten ist. Und sie schaut in die Ferne und ihr Finger zeigt aber auf dieses Ei. Also sieht ungefähr so aus, die Bewegung. Und für mich heißt es, schau nicht auf mich, sondern schau auf die Schöpfung, auf dieses Schöpfungsei, wo du deinen Teil dazu beitragen kannst, dass das Leben wieder sich auf eine andere Art gestaltet, als es vor allem im Außenjahr, wenn man in die Welt schaut, im Moment erleben wir noch was ganz anderes. Wir sind voll im Krieg, im Kampf, ich will mehr, ich. Und für mich ist dieses Bild, wir alle, so wie wir jetzt sind, da wo wir stehen im Moment, wir können in jedem Augenblick sagen, ich folge dem Ei der Schöpfung. Und das bedeutet für mich, ich bin verbunden, ich achte das Leben, ich bin achtsam mit dem Leben. Das hat sie mir geschenkt auf der einen Ebene, also jetzt von dem Bild her. Ansonsten ist es für mich einfach so, sie ist so eine Wegbegleiterung für mich geworden. Und ich habe das große Glück, dass meine geistigen Führer mich wirklich im Traum lehren. Und das ist also so ein Geschenk, weil andere werden nachts geweckt. Ich kriege das im Traum mit und ich habe vor ein paar Wochen einen Frauenkreis gemacht, das hat Evas Garten geheißen. Und da war sie sowas von präsent, sie hat den Raum so ausgefüllt, dass Menschen, die überhaupt nichts mit ihr am Hut hatten, mich nachher gefragt haben, was war das für eine Präsenz? Also zu all den anderen, die auch da waren. Und dann hat sie mir aufgrund von der Gruppe, was da in der ersten Nacht geschehen ist, im Traum eine Zeremonie geschenkt, die ich dann am nächsten Tag anbieten durfte. Und ich habe das so erzählt, wie ich habe gesagt, Frauen, das kam heute Nacht von Magdalena. Ich erzähle euch das und wenn ihr Lust habt, dann machen wir das. Und dann habe ich es erzählt und schon da war eine unglaubliche Herzerschütterung im Raum. Und dann haben wir die Zeremonie gemacht und es war ein Heilungsprozess für die Frauen in der Intensität, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Es hat mich sehr, sehr berührt.
Und ich bin natürlich unendlich dankbar, dass sie mir das im Traum schenkt und ich dann den Mut habe, das auch am nächsten Morgen ungefiltert, so wie ich es gesehen, so wie ich es gehört habe, einfach weitergebe und dann schaue, ob es die Herzen der Menschen berührt. Diesmal war es ein Frauenkreis. Und wenn ja, dann machen wir es. Und wenn nicht, mich hat es immer berührt. Wow, das hört sich wirklich ganz magisch an. Und ich habe gerade eine Gänsehaut bekommen, während du das geschildert hast. So schön, diese Traumempfängnis bei dir. Ganz, ganz wunderbar. Und die Frauen konnten das umsetzen. Ja, das war eine ganz einfache Zeremonie. Es ging dann wirklich drum, wie immer, wenn für mich Maria Magdalena mit unterwegs ist, bin ich bereit, mich wirklich in mein Herz einsinken zu lassen, weil für mich ist von meinem schamanischen Hintergrund her das Herz der Ort, von wo ich in die Kommunikation mit Menschen gehe, in eine reine oder in eine echte und wahre Kommunikation. Und in dem Moment, wo das geschieht, dass ich wirklich sage, ja, ich bin bereit, dann heißt es nur wahrnehmen, achtsam sein und spüren, weil sie bereitet den Weg so vor für die Menschen, die jetzt auch hier im Haus unterwegs sind. Du musst nichts machen, du darfst dann einfach empfangen. Und das erlebe ich als das große Geschenk. Auch die Maya-Priesterin, die Abuela Nakin, die hier bei mir im Haus immer wieder ist, für sie ist, sie kommt quasi mit ihrem Bewusstsein hier in diesen Raum und verbindet sich hier mit der Maria Magdalena, um dann auf die Maya-Art von ihr auch Informationen zu bekommen. Und das Schöne für mich ist immer, wie das dann zusammengeht. Also der Klangheiler in Vermont, ich und dann aus der Maya-Tradition. Die Frequenz, die Schwingung und die Essenz ist immer dieselbe. Das heißt, also für mich jetzt in meinen Worten übersetzt, verbinde dich mit deinem Herz, hör nach innen und aus dieser Herzbewegung heraus gib dich ins Leben herein. Weil in unserem Herz gibt es ein klares Ja oder Nein. In unserem Verstand, der tickt natürlich ganz anders, das ist ja auch eine ganz andere Gehirnhälfte, da heißt es oft ja, aber oder nein, doch. Das heißt, dann gibt es ganz viele Überzeugungen und Glaubenssätze, die uns dann wieder was von was überzeugen. Wenn ich mich mit meinem Herz verbinde, dann gibt es ein Ja oder ein Nein. Und beides ist absolut gleichwertig. Also auch ein Nein aus dem Herz ist ein Nein, das nicht verletzt. Das ist mir ganz wichtig. Und dass die Menschen zu ermutigen, ein klares Nein zu sagen. Weil wir haben ja ganz oft Angst vor einem Nein, weil wir glauben, A, jemanden zu verletzen oder B, dann die Liebe von jemandem zu verlieren. Ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Je wahrer und ehrlicher ich mit einem Nein bin, aus dem Herzen heraus, dann ist vielleicht die erste Bewegung, einen kurzen Schritt zurückzugehen, aber dann geht die Bewegung wieder nach vorne zueinander, weil dieses wahre Nein ja auch bei den anderen Menschen ankommt. Das klingt so, als wenn da auch ganz viel Heilung passiert, dass die Menschen, die so viele Verletzungen mit sich rumtragen, insbesondere auch Frauen, die in ihrer Weiblichkeit verletzt sind, und es ist wunderbar, auf diesem Weg auch Dinge heilen zu können, diese Verletzungen in sich heilen zu können. Ist das so? Das erlebe ich so. Und ich erlebe die Verletzung bei Frauen und bei Männern. Es ist einfach für mich jetzt in meiner Wahrnehmung, so wie ich Energie lese, ein unterschiedlicher Ort. Wir Frauen, wir sind in unserem Schoß verletzt, also in unserem Wissen und in unserer Weisheit. Ich habe ja gesagt, wir sind Hüterinnen und Bewahrerinnen und die Männer sind im Herz verletzt. Die Männer machen ihr Herz zu, wenn sie verletzt sind. Das heißt, die Verletzung ist bei beiden da. Und was ich jetzt in den letzten Jahren einfach auch so im Umgang mit Menschen sehr verändert habe, ist, dass ich meinen Fokus nicht mehr auf die Verletzung lenke. Weil was ja geschieht dann, unser Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ist es real jetzt im Moment oder ist es eine Illusion. Aber es laufen ja die gleichen inneren Prozesse ab. Und das bedeutet, dass ich da damit jedes Mal dieses Ereignis wieder in meinem Körperwissen fühle und da damit wieder die Energie drauf gebe. Mein Fokus ist jetzt darauf, vom Status jetzt aus, Stand in dem Moment, wo jemand mit mir ist,
wie kann ich die Bewegung jetzt vom Herzen her ins Leben machen, dass quasi Frieden, Freiheit, Freude, glücklich sein, wie auch immer das jeder Mensch für sich betrachtet, dass ich quasi in den Frequenzbereich komme, und das habe ich am Anfang schon gesagt, das ist eine Schwingung, das ist ein morphisches Feld, und je höher die eigene Frequenz ist, umso mehr kann ich das erleben. Und das erlebe ich nicht, wenn ich zurückgehe, also mein Verständnis nach, es gibt ganz andere Theorien ja dazu, wenn ich wieder in das Drama hineingehe. Das gehört zu meiner Geschichte, das kann ich auch nicht ändern. Aber von jetzt ab, wie ich das Leben sehe, mich selber wahrnehme, wo ich meine Achtsamkeit hinlege, das meine ich mit Eigenermächtigung. Und das ist eine Entscheidung, die tausende Mal am Tag stattfindet, wenn ich achtsam bin. Weil natürlich ist in jedem Menschen, merke ich dann, oh, meine Energie fällt ab, ah, jetzt ist wieder ein Glaubenssatz da, keiner liebt mich, oder ah, ich habe so viel Schmerzen oder sowas. Das erlebe ich ja auch permanent. Und dann ist es eine Entscheidung in dem Moment, gehe ich mit meinem Fokus dahin oder sage ich, okay, ich bin, ja, das stimmt, meine Arthrose tut mir jetzt heute weh oder mein Rücken. Gleichzeitig weiß ich aber, dass das nur ein Teil von mir ist, und dann kann ich die Bewegung in eine andere Ebene machen, in eine andere Frequenz. Und was ich bei mir persönlich erlebe, dann verändert sich auch das, jetzt zum Beispiel der Schmerz. Das heißt also, der Blick eher auf die Ressourcen gerichtet, auf die Möglichkeiten, genau, und nicht auf die Blockaden. Ganz genau. Es gibt auch so einen Satz aus meinem schamanischen Hintergrund und ein Beispiel von einem Lehrer von mir, der hat gesagt, stell dir vor, du hast 100 Probleme, du hast 99 Probleme gelöst. Da müssten wir Menschen doch stolz sein und jubilieren und sagen, wow, was für eine Power habe ich, und dass ich das geschafft habe. Wie ticken wir aber auch aufgrund der Evolutionsgeschichte? Wir haken uns an dem einen Problem fest und sind total frustriert, weil wir genau das nicht gelöst haben. Und das meine ich damit. Für mich geht es darum, auf die Lösung zu schauen oder, so wie du gesagt hast, auf das Potenzial und nicht mehr auf das, was war, oder auf die Geschichte. Wir alle, also ich kenne niemand in meinem Freundeskreis auch, der keine traumatischen Erlebnisse hat. Aber ich bin nicht nur das traumatische Erlebnis. Ich bin so viel mehr, und aus meinem eigenen Leben weiß ich, dass ich noch immer nur Mühe Ahnung habe, wo es eigentlich noch hingehen kann. Und heißt das, ist das Potenzial. Heißt das auch, dass gerade die Verletzungen, die Traumas uns weiterbringen, dass da der Schlüssel liegt, sich weiter zu bewegen? Würde ich nicht so explizit behaupten. Ich glaube, das ist eine Entscheidung in jedem Menschen. Ob er sagt, ja, ich bin Opfer von, und dann kann das sein, mein Chef in der Firma, mein Freund oder Partner jetzt, meine Geschichte, meine Mama, mein Papa, was auch immer. Oder ob ich sage, ja, das ist meine Geschichte. Das stimmt. Das ist der Status quo. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit der Entscheidung und der Eigenmacht, wo mein Weg hingeht. Weil ich bin nicht mehr abhängig von meinen Eltern oder auch von meinem Chef. Vielleicht muss ich Konsequenzen tragen, aber ich habe eine Wahl. Und mir geht es darum, in meinem eigenen Leben und im Unterwegssein mit Menschen, dass wir uns wieder daran erinnern, dass wir eine Wahl haben. Und jede Wahl hat eine Konsequenz. Das ist ganz klar. Und über die Konsequenzen, das ist mir ganz wichtig, dass ich dann weiß, was das bedeuten kann. Ja? Und das meine ich mit Eigenermächtigung. Wir sind nicht, in meinem Verständnis, Opfer unserer Geschichte. Also raus aus dem Opfer hin zur Täter oder Täterin. Nein. Nicht? Weil Opfer und Täter, das ist ja ein Konglomerat, das immer zusammengehört. Also wenn ich früher Opfer war, dann gibt es in meinem Leben irgendwann auch Anteile, wo ich Täter war. Aber diese ganze Opfer-Täter-Geschichte ist für mich wirklich oldschool. Also das heißt, es sind die alten Paradigmen der Angst, vom Mangel, vom Leid, jetzt. Die Maya sagen, nach 2012 geht ein neuer großer Atem los, wo wir die Wahl haben, uns unsere Achtsamkeit in die neuen Paradigmen, die ja früher schon mal da waren, vor 26.000 Jahren, uns wieder einsinken zu lassen. Jetzt komme ich wieder auf das Wort einsinken. Und das ist Freude, Glück, Frieden, Freiheit.
Und es hat für mich überhaupt nichts mehr mit der Dualität oder Polarität von Opfer-Täter zu tun, sondern es hat was damit zu tun mit einer Entscheidung aus meiner Macht heraus und die jetzt in dieser Zeit einfacher ist, als es früher war. Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt Kinder in der Welt haben, die diese Opfer-Täter-Geschichte gar nicht mehr erleben müssen, sondern die das, was sie mitbringen, und die Kinder bringen ja die Erinnerung mit, was sie waren, um was es für sie geht, welcher Auftrag ist, dass das gar nicht mehr zugedeckelt wird durch irgendwelche Traumas oder Opfer-Täter-Geschichten in der Kindheit, sondern dass sie Eltern finden, die sie behüten, die hinter ihnen stehen und die diesen Schatz dieser neuen Kinder wachsen lassen, bis er ins Leben geboren werden kann. Das ist ein Reifungsprozess, quasi ein Schwangersein über viele, viele Jahre, bis das dann so stark in diesen Menschen ist, dass es ins Leben kommen kann. Das würde ich mir wünschen. Die Welt sieht im Moment einfach noch anders aus, aber mein Fokus geht darauf, auf die Schönheit und auf die Eigenmacht, weil wenn je mehr Menschen das in sich wieder dran erinnern, wir bilden ein Feld, wir vernetzen uns weltweit und mein hellstes Kinderbild ist, dass dieses lichte Netz in einer hohen Frequenz sich dann irgendwann als Gitternetz, so wie wir die anderen Gitter auch haben, über den Erdball und das andere einfach in sich aufsaugt. Es ist dann auch wieder ein Einsinken lassen und dann die Bewegung kommt in die Schönheit, ins Licht, in die Freiheit, wie auch immer das jeder Mensch nennt. Da glaube ich dran und da ist mein Herz auch unerschütterlich, obwohl es im Außen gerade stürmt, auch in meinem Leben. Aber das ist hier drin. Das sehe ich auch so als eine Ermutigung für Eltern zu vertrauen, dass diese Kinder, diese neuen Kinder eine Weisheit mitbringen, die uns hilft, die Erde zu verändern und ein ganz neues Miteinander hier zu erleben. Ja, daran glaube ich und deshalb berühren mich Kinder. Wenn ich mit Menschen in die Wüste gehe, wir nehmen auch Kinder mit ab 5 Jahren und wir hatten eine Zeit lang ganz intensiv Eltern mit Kindern, also mit kleinen Kindern. Und das waren, damals hat man das noch Indigo-Kinder genannt. Also heute heißen die ja Kristallkinder, Regenbogenkinder, das sind ja alles so Etiketten. Und für mich war das Größte, wenn wir Erwachsenen dort den Mut hatten, uns mit den Kindern zu verbinden, das waren die größten Lehrer, weil die sind in ihrer Unschuld und Natürlichkeit, die Ehren des Lebens, die sind in dem Moment, was sie sind, mit allem, was sie sind. Und das waren für mich die größten Lehrer und sind's nach wie vor und mich berührt jedes Kind, das ich auf der Straße sehe, weil ich weiß, dass dieses Potenzial dort schlummert. Es geht mir ähnlich. Also ich spreche innerlich immer ein Segensgebet für die Kinder, die ich unterwegs treffe. Und ja, so mit der Option, mögen sie das schaffen, was jetzt gerade ansteht, was unserer Welt gut tut. Ja. Genau. Wow, schön, ja. Ja, ich möchte noch einen Aspekt ansprechen. Du hast es vorhin schon anklingen lassen, dass wir so unsere männlichen und weiblichen Anteile in uns in Einklang bringen, in Verbindung bringen. Was kannst du uns dazu sagen? Wir Menschen haben ja alle ein Sehnen nach Ganzheit und Vollkommenheit. Also zumindest ist mir noch niemand jetzt in meinem Kreis von Menschen begegnet, der dieses Herzanliegen nicht hat. Und ganz viele Menschen suchen das im Außen. Also ja, wenn ich dann den Partner habe oder die Partnerin, dann. Also diese Kausalzusammenhänge. Und für mich ist es so, das finde ich nur in mir, egal ob Mann oder Frau. Diesen Aspekt der Vollkommenheit oder der Ganzheit, das finde ich nur in mir selber. Und im Schamanischen ist das ein ganz schönes Bild. Im Griechischen heißt es Hieros Damos, also die heilige Hochzeit. Und da ist es so, dass die weisen Alten sagen, du als Frau vermählst dich mit deinem höchsten männlichen Potenzial, das ist dein innerer Magier, und die Männer als Mann
vermählen, verheiraten sich mit ihrem innersten, höchsten weiblichen Potenzial. Das ist die Magierin. Und es wird dort auch wirklich als Hochzeit gefeiert. Also das wird geführt und gefeiert und du feierst deine Hochzeit. Und ich erinnere mich noch sehr gut an meine eigene, was aufgehört hat danach, war dieses Suchen im Außen. Sondern ich habe gemerkt, wow, jetzt wird ganz viel in mir befriedet. Diese Sehnsucht, die ja auch wirklich zieht an einem, die hört auf. Es ist der Aspekt des Seins und des im Jetzt, im Leben sein, der hat sich für mich dadurch wirklich exponentiell ausgedehnt. Und für mich ist das auch eine Botschaft von Maria Magdalena, auch in dem Buch des Manuskript der Magdalena ja gelesen oder niedergeschrieben. Ich kann das mit einem Menschen im Außen erleben und genauso kann ich es aber in mir selber erleben. Und das gibt mir die Unabhängigkeit und da für mich auch für jeden Menschen zu entscheiden, wie er das im Leben, also diese heilige Hochzeit feiern will. Für mich ist einfach die Basis, dass es erst in mir stattfindet, weil dann ist dieser Hunger gestillt und wenn ich dann dem Menschen im Außen begegne, dann geschieht es nicht in so einer Hierarchie, einem Gefälle von Mangel, wo dann der bei mir das Loch stopft oder ich bei ihm jenes. Und wenn die Löcher gestopft sind, was mache ich dann in der Beziehung? Deshalb geht ja auch ganz viel für mich auseinander. Und wenn ich diese Hochzeit in mir gefeiert habe und sie ehre und achte und dann weiter pflege, dann ist es ein Gestilltsein. Und aus dieser inneren Gelassenheit und Ruhe heraus, liebevolle Gelassenheit, war jahrelang ein Raum, mit dem ich unterwegs war, dann in die Begegnung mit dem Leben zu gehen und nicht nur mit den Menschen. Für mich heißt es, dann gehe ich aus der Fülle und meiner Schönheit ins Leben. Und das ist mein ganz großes Anliegen. Und da ist es wirklich so, dass Maria Magdalena und Jesus Christus mir im Traum auch sehr viel lehren, auch für mich persönlich. In welcher Form das dann in die Außenwelt geht, das wird sich zeigen. Sehr explizit mache ich das noch nicht, aber immer wenn ich mit Menschen in der Wüste bin oder vor allem in der Wüste, gibt es natürlich die Momente, wo wir uns ganz easy erinnern können, weil die Schlichtheit und Fülle der Wüste, die schenkt uns schon mal einen Rahmen, den wir hier gar nicht haben. Da bin ich offen und ich selber weiß auch dann, dass sie mir den Moment genau sagen, wann es Zeit ist, das noch in einer anderen Form ins Leben zu bringen. Ich selbst bin einfach total dankbar, dass ich im Traum gelehrt werde, dass sie mir klare Zeremonien schenken, die ich dann machen kann. Und in mir ist da wirklich, da habe ich keine Zweifel. Ich mache das eins zu eins. Wow, hört sich wunderbar an. Auch nochmal so diesen Aspekt, nicht im Außen zu suchen. Viele Beziehungen scheitern ja daran, dass sie total überfordert sind, was die Einzelnen vom Partner erwarten. Das kann uns gar kein Partner geben, was wir uns innerlich wünschen. Und du hast gesagt, wir müssen selber dahin kommen, dass wir das in uns sozusagen heilen oder diese kymische Hochzeit, wie man es auch nennt, genau, dass wir die vollbringen. Ja, wie sähe die Welt aus, wenn allen Menschen das gelingen würde? Was würde sich verändern? Ich glaube nicht, dass im Moment jetzt so mal in der Bewegung von 100 Jahren, dass das alle Menschen sind. Also da reicht die Kapazität meines Hirns, meines Rechten noch nicht. Ich glaube aber, dass es eine Gegenbewegung gibt in die Schönheit, in das Licht. Je mehr Menschen sich auf den Weg machen, jetzt komme ich nochmal auf mein Kinderbild, dass wir ein morphisches Feld bilden, ein Gitternetz, das im Licht in der hohen Frequenz ist und das dann einfach die anderen Frequenzen, das mein Kinderbild, schluckt. Und für mich würde das dann in der Realität bedeuten, viele sagen ja, es gibt genug zum Essen für alle Menschen auf der Welt, wenn man es verteilen wird. Auch den Anspruch auf Erziehung, auf Bildung,
dem könnte man nachgehen. Es würde von diesem Riesengefälle oder von dem Trichter, in dem wir uns ja immer mehr im Moment auseinander bewegen, es wäre eine Bewegung zueinander und zum Miteinander. In dem Bewusstsein, dass ich das Leben teile. Und das Leben teilen bedeutet für mich auch das materielle Teilen. Das ist mein großes inneres Herzensbild, dem folge ich. Auch in dem Wissen, dass ich es im Großen gar nicht mehr erleben werde. Aber ich erlebe es jetzt schon im Kleinen, nämlich in meinem eigenen Freundeskreis, wie wir das tun. Und es erfreut einfach mein Herz. Und so bin ich dann weiter unterwegs. Ja, ein wunderschönes Bild, was eigentlich ganz gut jetzt hier so am Ende dieses Interviews stehen könnte, dieses wunderbare Bild von diesem Miteinander und von der Fülle, die für alle da ist. Liebe Viola, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Interview und für alles, was du den Menschen weitergibst. Und ich wünsche dir reichen Segen für deine weitere Arbeit. Dir herzlichen Dank. Ich danke dir auch, dass ich daran teilhaben durfte. Und ich freue mich, wenn sich ganz viele Menschen in dieser heiligen Energie einfach weiter vernetzen und verweben, weil wir bewirken was. Da glaube ich zutiefst dran. Danke.